Als der Prophet Jakob a.s. salam im Sterben lag und der Tod sich ihm näherte, versammelte er seine Kinder um sich, um ihnen die letzten Worte mitzugeben, die letzten Anweisungen, bevor er diese Welt verlässt. Dieser Augenblick ist der Augenblick, in dem der Mensch die Realität dieser vergänglichen Welt begreift und weiß, dass alles auf dieser Welt vergänglich ist und auf sein Leben zurückblicken kann, um nochmal sagen zu können, was das Wichtigste auf dieser Welt ist und was das Wichtigste und die größte Lehre im Leben des Menschen ist. Und diese Lehre und diese Erkenntnis möchte er seinen Kindern mitgeben. Genauso war auch Sayyiduna Ya'qub in diesem Augenblick. Er versammelte seine Kinder kurz vor seinem Ableben. Er wusste, dass er gehen wird. Und wollte ihnen mitteilen, was das Wichtigste ist nach seinem Tod. Es war nicht das Geschäft, das er weitervererbt hat. Es war nicht das Grundstück, aufgrund dessen ein Erbschaftskrieg herrscht. Und er sagte nicht seinen Kindern, stecht eure Cousins und Cousinen aus und stellt sicher, dass dieses Grundstück und die Anteile an der Firma euch gehören. Es war auch nicht irgendeine Position, ein Vorstandsvorsitz, Parteivorsitz oder was anderes. Als Sayyiduna Ya'qub im Sterben lag, stellte er seinen Kindern eine Frage. Wem oder was dient ihr nach mir? Das ist die wichtigste und die essentiellste Frage im Leben des Menschen. Als was für ein Mensch stirbst du? Als ein gottergebener Diener oder nicht? Derjenige, der von dieser Dunja geht, mit dem Zeugnis, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, dem Erhabenen, der ist derjenige, der gewonnen hat und dem das Paradies versprochen wird und der in dieser Dunja auf die richtigen Karten setzte, wenn man es so sagen kann. Und derjenige, der das verpasst hat und von dieser Dunja geht, ohne Allah zu dienen oder dabei, dass er Allah etwas beigesellt hat, der hat verloren und den wird nichts retten können. Sayyidina Ya'qub hinterließ seinen Kindern kein anderes Vermächtnis als dieses. Nämlich seid Gottesgläubige, Gottesfürchtige, Gottesdienende, ergebene Menschen. Und betet niemand anderen an außer Allah. Und die Bestätigung kam durch die Antwort seiner Kinder. قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكْ وَإِلَهَ آبَائِنَا. Wir dienen deinem Gott und dem Gott unserer Großväter, Ishaq, Ibrahim etc. Es ist dieses Vermächtnis, das Ya'qub von seinen Vorvätern bekam und seiner Generation nach ihm gab. Es begann schon bei seinem Urgroßvater Sayyidina Ibrahim, dem Vater der Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala sprach ihn an und sagte, Aslim, ergebe dich Allah subhanahu wa ta'ala, sei ein gottergebener Diener, sei ein Muslim. Und die Antwort von Sayyidina Ibrahim war unmittelbar, Aslamtu li Rabbil Alamin. Ich ergebe mich dem Herrn der Welten. Und als Sayyidina Ibrahim im Sterben lag, war sein einziges Anliegen an seine Kinder Ismail und Ishaq, stirbt nur als Muslime. Ich habe kein anderes Anliegen außer das. Und das ist, was letztendlich zählt und worauf es ankommt. Stirbt als Muslime. Und Ishaq gab dies seinem Sohn Ya'qub weiter und Ya'qub gab dies seinem Sohn Yusuf weiter. Sayyidina Yusuf, der ein äußerst turbulentes Leben hatte und in dieser Dunya alles gesehen hat und alles erlebt hat, vom tiefsten Tief bis zum höchsten Hoch. Er sah den Tod, er war ein Sklave, er war ein Hausdiener und wurde später zum Wazir.
nachdem er mehrere Jahre im Knast, im Gefängnis, im Kerker unter der Erde verbracht hatte. Vom tiefsten Tief kam er zum höchsten Hoch. Und die Welt lag ihm zu Füßen. Und er hätte jede Frau auf dieser Welt haben können, die er wollte. Und keine Frau hätte sich ihm widersetzen können. Geld, Frauen, Macht und nicht nur das, Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm die Gabe, Träume zu deuten. Und darüber hinaus war er ein Prophet. Als Sayyidina Yusuf am Ende seines Lebens war und sein Leben Revue passieren ließ, sagte er, O Allah, du gabst mir min al-Mulk, vom Königreich, von der Macht, von der Herrschaft. وَعَلَّمْتَنِي تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ Und du lehrtest mich die Deutung der Träume. Ich habe alles in dieser Welt gesehen und erlebt, am Positiven und Negativen. Und ich habe zu meinem Lebensende nur noch einen Wunsch. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Lass mich als Muslim sterben und vereine mich im Jenseits mit den Rechtschaffenen. Lass mich ihnen nachfolgen. Das ist der Nachlass, das Vermächtnis, das Erbe seiner Vorväter. Das ist das, was Sayyidina Ibrahim seinem Sohn gab und dieser seinem weiteren Sohn und dieser seinem weiteren Sohn. Und das war das Ergebnis in unserem Propheten Yusuf a.s. Meine Frage an die Väter, an die Eltern, an die werdenden Eheleute, die kurz davor sind, eine Familie zu gründen. Und diejenigen, die jetzt eine Nachkommenschaft erwarten. Was ist der Nachlass, den ihr euren Kindern hinterlassen habt? Sobald der, vor allem die Väter, sobald ihnen die Nachricht erreicht, dass er Nachwuchs bekommt, richtet sich der gesamte Fokus darauf, für die beste Zukunft dieser Kinder zu sorgen. Die besten Schulen, finanzielle Sicherheit, diverse Versicherungen werden abgeschlossen. Warum? Damit dieses Kind die beste und vor allem auch die sicherste Zukunft hat. Was ich erfahrungsgemäß sehen, leider berichten kann, ist, wo ist bei dieser Planung die Planung für das Jenseits? Wo ist die Ayah von Allah dem Erhabenen? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Schützt euch und eure Familien vor dem Höllenfeuer. Wo ist die Jahannam-Versicherung, wenn man sie so nennen kann? Die Versicherung davor, dass man das Höllenfeuer nicht betritt und vom Höllenfeuer nicht berührt wird. Wo ist La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah in unserem Leben? Ich sehe Eltern, die für ihre Kinder alles tun, was nach ihrer Auffassung und nach ihrer Denkweise wichtig für ihr Leben ist. Aber leider sehe ich bei vielen Eltern, dass der Dien eine zweit- oder drittrangige Rolle spielt, wenn überhaupt. Ich kann mich erinnern, dass vor circa 16 Jahren im Silvester vom Jahr 2003 auf 2004 wir hier in dieser Moschee eine Qiyam-Nacht für die Jugendlichen veranstalten wollten. Spiele, Kämpfen, Catchen, Filme, Spaß, aber auf jeden Fall und Gebet natürlich. Aber dass wir Silvester in der Moschee und richtig verbringen und dass die Jugendlichen eine Option haben, damit sie keinen Unsinn und Schwachsinn draußen machen. Ein Freund, der daran teilnahm und das mitorganisierte, erzählte mir, dass er Nachbarn hat, muslimische Nachbarn, die über ihm wohnen. Und diese Nachbarn aber noch minderjährig sind, 12, 13 Jahre. Aber als sie davon gehört haben, unbedingt daran teilnehmen wollten. Und er sagte, meinst du, ich sollte mit ihren Eltern sprechen? Und ich sagte ihm, ja, mach das, sprich mit den Eltern und sag denen, es sind Erwachsene dabei, Volljährige, es ist auch alles sicher, die Türen werden abgesperrt, keiner kommt rein, keiner kommt raus, ja, damit die Eltern beruhigt sind. Er ging dann zu seinen Nachbarn, mit den Eltern zu sprechen. Und die erste Frage der Eltern war, was macht ihr an diesem Abend?
Mein Freund wollte denen natürlich zeigen, dass das nichts Langweiliges ist, das ist attraktiv, wir haben viel Spaß für die Kinder. Die Antwort der Eltern war, uns interessiert nicht der Spaß. Lernen die Kinder an diesem Tag das Gebet? Und hier war mein Freund verdutzt und sagte, Gebet, ja, wir beten alle, ja, wir werden dort beten. Nein, unsere Frage lautet, lernen die Kinder an diesem Tag das Gebet? Warum? Weil wir, Mutter geht ihrer Karrierelaufbahn nach, Vater geht seiner Karrierelaufbahn nach, keine Zeit hatten, unseren Kindern das Gebet beizubringen. Hier in München ist das passiert. Und als mein Freund mir das erzählte, war ich verdutzt, ich war baff. Aber dann dachte ich mir auch, hattet ihr keine Zeit oder war euch diese Sache nicht wichtig genug? Denn hätte der Dien, die Religion, einen Stellenwert und eine Wichtigkeit in eurer Lebensplanung, dann würdet ihr davor Zeit schaffen. Nehmt euch einen Grundsatz. Es gibt nichts im Leben, was heißt, ich habe keine Zeit. Es gibt Prioritäten. Es gibt Sachen, die mir wichtig sind. Und für diese Sachen schaffe ich Zeit. Leider muss ich feststellen, in allen Moscheen wird Koranunterricht, Religionsunterricht angeboten. Und fast alle Moscheen klagen darüber, dass die Eltern diesen Unterrichten nicht die entsprechende Wichtigkeit geben. Warum? Weil das Kind Fußball spielen muss. Wir haben nichts dagegen. Und weil das Kind Tennis oder Tischtennis oder Handball oder sonstiges hat. Okay. Aber genauso wie man dafür Zeit schaffen kann, kann man nicht für den Koranunterricht Zeit schaffen? Wenn das Kind nicht dort den Dien lernt, wann wird es dann lernen? Aber der Punkt ist, dass diese Sache den Eltern nicht wichtig genug ist. Und oft hören wir von Eltern Einwänden, unsere armen Kinder sind von Montag bis Freitag in der Schule. Und dann kommt das Wochenende und die Schule ist ja so anstrengend mit Hausaufgaben und Schulaufgaben und so weiter und so fort. Und dann kommt das Wochenende und alle nicht-muslimischen Freunde haben frei. Und unsere armen Kinder müssen dann samstags in der Früh zum Koranunterricht kommen. Und ich habe Mitleid mit den Kindern, meine armen Kinder. Ich kann euch sagen, und ich bin hier aufgewachsen und ich weiß, was es heißt, in Deutschland als Muslim aufzuwachsen, das ist Schwachsinn. Schwachsinn. Und das ist der Anfang des Untergangs der Kinder. Die billigste, die gechillteste Zeit ist erstens die Schulzeit. Ein bisschen lernen, ein bisschen, aber es ist kein Weltuntergang, ganz ehrlich. Zweitens, wenn die armen Kinder in der Früh nicht zum Unterricht können, warum ist es dann, wenn sie in der vierten Klasse sind, dass ihr sie samstags um 8 Uhr in der Früh aufwacht und sie Nachhilfe pauken von morgens bis spät nachmittags? Weil jetzt kommt das Übertrittsjahr. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, ob mein Kind ins Gymnasium kommt oder auf die Realschule oder auf die Hauptschule. Und hier wecke ich mein Kind inshallah nach dem Fajr-Gebet auf. Und ich zahle 30 Euro oder 40 Euro die Stunde für Nachhilfe und kratze nicht mal 5 Euro für die Koranschule zusammen. Aber warum? Ja, Koran ist schön gut, aber hier geht es um die Zukunft meiner Kinder. Welche Zukunft? Eine vergängliche Zukunft. Ich rede die Wichtigkeit der Schulausbildung nicht nieder oder schlecht. Aber warum können wir hierfür Zeit schaffen, aber nicht für das andere? Warum schaffen wir es, dass wir unsere Kinder dreimal die Woche zum Fußball bringen und dann am Wochenende noch irgendwo mit dem Auto 30 Kilometer fahren, damit sie ein Spiel haben, wo das Kind dann wahrscheinlich die Hälfte der Zeit auf der Bank sitzt und man nicht den Mut hat, den Trainer anzusprechen, weil man ja auf den Trainer hören muss. Und dann kommt man in die Koranschule und der Koranlehrer ist, als ob er ein Bediensteter der Eltern wäre.
und kann froh sein, dass er seine Kinder überhaupt reinbekommt. Was ist das Ergebnis davon? Das Ergebnis davon habe ich auch mit eigenen Augen erlebt. Im Sommer danach war ich in der Schweiz für einen Sprachkurs und dort habe ich eine libysche Familie kennengelernt, deren Vater war beruflich mit meinem Vater befreundet. Und diese Familie war eine gute Familie, charakterlich, kann man nichts an sie ausstellen, aber sie waren ein bisschen hi-hi. Vater spricht fließend Englisch und Französisch, Masha'Allah, arbeitet bei den Vereinten Nationen, einen Top-Job. Ich war bei denen zu Hause, Masha'Allah, ein großes Haus, Bilder mit ihm, mit Kofi Annan und mit Bill Clinton und Madeleine Albright und weiß der Himmel was. Die Elite der Politik und der sogenannten Diplomatie. Und die Mutter, Masha'Allah, auch perfekt Englisch, perfekt Französisch, Uni-Professorin und so weiter und so fort. Und diese Familie hat alles. Alles außer dem Dien. Außer die Religion. Religion ist bei denen nicht präsent. Und ich möchte hier nicht auf Details gehen, wegen der Khutbah. Aber ich war irgendwo von den Socken. Aber ich dachte, es gibt yani, noch so rudimentäre Ansätze des Islams. Auf jeden Fall, Genf, eine schöne Stadt, überteuert. Ich war dort, um Französisch zu lernen, habe dann gemerkt, aber die Hälfte der Menschen dort sprechen Englisch. Ala kulli hal, das Erste, was ich dann gesucht habe, Alhamdulillah, durch Allahs Weisung und seinen Schutz und die Erziehung der Eltern, die Moschee. Und was sehe ich? MashaAllah, tabarakallah, das islamische Zentrum von Genf. Eine riesengroße Moschee, mitten im Wohnviertel. Wundervoll. Und was mich noch mehr gefreut hat, war gleich gegenüber davon ein Basketballplatz. Ja, alhamdulillah, jetzt kann ich Basketball spielen und beten und weiß, wie ich meine Zeit verbringe. Der Sohn dieser Familie, der jüngste von ihnen, der ein paar Jahre älter war als ich, kam dann mit mir zum Basketballspiel. Und eines Tages, dann haben wir ein bisschen länger gespielt, war gleich Maghrib. Und dann habe ich ihm gesagt, komm, wenn wir fertig sind, lass uns dann dorthin gehen und Maghrib beten. Er kam dann mit mir mit und vor der Moschee stand er dann da, ist stehen geblieben und sagte mir, auf Englisch, I don't practice. Ich habe zuerst nicht verstanden, was er meint. Was, I don't practice? Übst du oder was? Also nein, ich praktiziere nicht die Religion. Und hier war ich von allen, ich wie der Blitz, als ob er mich getroffen hätte. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas gesehen habe. Jemand, der aus einem arabischen, muslimischen Haushalt kommt und mir dann so einen Satz gibt, I don't practice. Ich war schockiert und bin es bis zum heutigen Tage noch. Wie kann es so etwas geben? Diese Familie, die eine sehr gute und sehr nette Familie war, hat dann auch die Strafe dafür bezahlt, beziehungsweise den Preis dafür bezahlt. Jahre später hörte ich dann, wie mein Vater mit dem Familienvater dieser Familie im Gespräch war. Und er meinen Vater öfter anrufte, warum? Wallahi, ich näher mich der Rente und ich habe alles auf dieser Welt gesehen, aber ich frage mich, was ist aus meinen Kindern passiert? Wenn man älter wird, weiß man, dass man dem Tod nicht mehr entfliehen kann. Und dann kann die Dunya dich nicht mehr so verzaubern und täuschen, wie sie es zur Zeit deiner Jugend und deiner Kraft und deines Reichtums macht. Und er fing allmählich an zu beten, gelegentlich mal zum Eid, zu den Anlässen. Wenn muslimische Freunde mit ihm waren, hat der Vater mitgebetet. Und dann machte er sich Gedanken und sagte, meine Kinder können kein Arabisch. Meine Kinder haben keinen Bezug zum Islam, 0,0 Bezug. Ich habe Enkelkinder, meine Enkelkinder heißen Jean Baptiste und Jean Molière und nichts, nichts, nichts. Es ist nicht mal ansatzweise etwas davon. Yani, du kommst nicht mal vom Weiten darauf, dass du sagen kannst, das wäre eine Konvertitenfamilie. Gar nichts. Und ich überlege, in ein arabisches Land umzusiedeln. Die Antwort war natürlich, du bist jetzt 65, 67 Jahre alt. Du bist ein Europäer durch und durch.
du würdest keine Woche in einem arabischen Land aushalten. Und deine Kinder sind Mitte 30, gehen auf die 40 zu. Was willst du denen noch erziehen? Und du hättest diese Erziehung auch in Europa machen können. Du hättest sie so islamisch erziehen können, dass Menschen aus den islamischen Ländern sich wünschen, solche Kinder zu haben. Es geht darum, dass du deinen Kindern dieses Umfeld schenkst. Und vor ein paar Jahren ist dann der Herr gestorben. Ich habe ihn dann auch dann einmal danach besucht. Alhamdulillah, er war Allah subhanahu wa ta'ala näher. Aber diese Familie, wo vor 30 Jahren alle wow und hoi hoi und gesagt haben, wir wünschten, wir wären so wie die. Auto, Haus, dies, jenes, das, aber kein Dien, hatten ein unglückliches Ende gehabt. Und das sehe ich auch hier. Damals, als Sheikh Mustafa Shekar hier Unterricht gehalten hat und er als türkischer Imam zuständig war und qualifizierter war als ein Großteil nicht der arabischen Bevölkerung, sondern der arabischen Imame ist, wollte keiner der, und ich sage es explizit, arabischen Familien ihre Kinder hierher bringen. Und ich sage, Alhamdulillah, unsere Eltern haben uns vorgeschrieben, jeden Sonntag seid ihr von 10 Uhr bis 13.30 Uhr in dieser Moschee und lernt Koran. Aber Mama, aber Baba, keiner von unseren Freunden ist da. Ist wurscht. Hier seid ihr zum Lernen. Eure Freunde trefft ihr davor oder danach? Davor von 8 bis 10 könnt ihr Disney Club in der Früh anschauen oder sonstiges, eure Cartoons. Von 10 bis 13.30 Uhr ist Koran. Und wenn die Hausaufgaben und alles passt, dann könnt ihr rausgehen, spielen, machen, was ihr wollt. Und viele der arabischen Familien waren sich zu schön oder zu stolz, dass ihr Kind von einem Türken Koran lernt. Aber es gab unsere Familie und noch drei andere Familien, die gesagt haben, hier geht es um die Zukunft meiner Kinder. Und solange die Person qualifiziert ist, interessiert mich nicht, ob er gelb, grün, schwarz, blau oder sonstiges ist. Inshallah kann er irgendwo aus einem anderen Planeten kommen. Wenn er den unterrichten kann, dann lernen meine Kinder bei ihm. Und vor allem, wenn das die einzige Option ist, die Zukunft, vor allem auch die spirituelle und religiöse Zukunft meiner Kinder, ist etwas, was ich nicht aufs Spiel setzen kann. Und was war das Ergebnis? Die Kinder dieser Eltern, die darauf geachtet haben, dass ihre Kinder schön zum Fußball und zu allem anderen gehen, nur nicht zum Koran, deren Kinder weinen jetzt. Wallahi al-Azim, sie weinen bitterste Tränen. Sie sagen, ich habe einen Todesfall und ich bin orientierungslos, ich bin hilflos, ich weiß nicht, was ich mache. Warum? Weil ich keinen Dien habe, der mir einen Rückhalt gebe. Und schuld daran sind meine Eltern, die mir nicht beigebracht haben, dass es einen Gott gibt, dass wir eine Religion haben und dass mir diese Religion Schutz und Sicherheit und vor allem auch Erfolg und Glückseligkeit schenkt. Denn die erfolgreichsten Kinder, ich sage es auch hier in der Freimann-Moschee, ich spreche spezifisch von dieser Moschee, seit Anfang der 2000er Jahre bis jetzt, die Eltern, die regelmäßig ihre Kinder in die Moschee gebracht haben, das sind auch deren Kinder, die dann jährlich zum Abitur die Einser- und Zweierschnitte holen. Denn der Erfolg im Diesseits kommt mit dem Erfolg vom Jenseits. Mein Appell an mich und an euch alle. Was ist das Schicksal oder was ist der Nachlass, das Erbe, euer Vermächtnis an eure Kinder? Genauso wie wir dafür sorgen, dass sie den besten und sichersten Schulweg haben und die sicherste Zukunft finanziell und gesundheitlich haben, dass wir vorsorgen, müssen wir auch für die Vorsorge der Akhira leisten. Und jeder Euro und jeder Titel und jeder Erfolg in dieser Dunya bringt nichts, wenn La ilaha illallah nicht mit dabei ist. Derjenige, der seinen Kindern La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nicht mitgibt, der hat keinen anderen zu beschuldigen, außer sich selbst und seine falsche Fehleinschätzung. Lasst uns dem Vorbild der Propheten gehen, nachgehen.
Von Sayyidina Ibrahim bis zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und lasst für die Bildung unserer Kinder sorgen und für die Finanzen unserer Kinder sorgen. Und genauso wie wir jetzt für das Haus, für unsere Tochter, für unseren Sohn ansparen, lasst uns jetzt für das Haus im Jenseits für uns und unsere Kinder arbeiten. Mögen unsere letzten Worte in dieser Dunya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sein. Und möge Allah uns mit einer Nachkommenschaft segnen, die nach uns unsere Waagschale mit guten Taten erfüllt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur.